Willkommen zurück zu Folge 13 von Vampires Dawn 3, was bisher geschah. Unsere drei Vampire nebst Anhang begeben sich zu dem Ort, an dem Elaine einst mit Jainas Blutgeist konversierte. Dort treffen sie allerdings nur auf zwei Soldaten des Heiligen Kreuzzuges, deren Gespräch sie überhören. Sie scheinen unter Sir Balthus Befehl zu stehen und Nyria zu verfolgen. Von einem Geist ist die Rede, doch Jainas Blutgeist taucht nicht auf. Wohl aber unsere Vampire, die die Soldaten mit ein paar Schwerthieben ein wenig in ihre Bestandteile zerteilen. Auf dem abgetrennten Arm des Soldaten erkennen sie dann eine Tätowierung, die dem Emblem auf dem Schild in Elaines Versteck ähnelt. In Selene jedoch weckt diese Tätowierung schlimmste Erinnerungen. Und Achtung, ab hier wird es wirklich hart. Selene erkennt die Tätowierung von den Besuchern des Hauses der Freudentränen, wo Vampire Dinge mit menschlichen Frauen anstellen. Darunter eben auch Selene. Die Tätowierung unter ihrem linken Auge ist das Erkennungsmal der dort misshandelten Frauen. Die angesprochenen Dinge, das ist psychische, körperliche, sogar sexuelle Gewalt bis hin zum Mord. Der einzige Grund, warum Selene die Tortur überlebte, war Larius, ihr Bruder, der das Haus der Freudentränen betrieb, ihr aber zur Flucht verhalf, als er sah, dass seine eigene Schwester in seinem Etablissement schlimmsten Missbrauch ausgesetzt ist. Ihr fällt es schwer, über diese dunkelsten Kapitel ihres Lebens zu sprechen, was Aska aber nicht aufhält, sie an den Ort zahlreicher Misshandlungen zurückzuschleppen. Im Haus der Freudentränen dann entdecken sie nicht nur den Rest von Nyrias Stoßtrupp, den sie sofort beseitigen, sondern auch den Folterkeller. Dort wurden Frauen, die zu schwach für den Liebesdienst waren, aufgeknüpft und ausgeblutet, bis ihr Lebensfunke erlosch. Das zur Erheiterung der Vampire und zur weiteren Einschüchterung der Frauen. Die drei Vampire brennen das Haus der Freudentränen folgerichtig restlos nieder. Gleichzeitig konspiriert der Elras Lord Veldaris mit einem seiner Magier. Das Berühren der Rune hat die Vampire nicht nur geschwächt, sondern sie auch mit einer Art Peilsender ausgestattet, den die Elras zum GPS-Tracking der Vampire nutzen. Sie suchen irgendein Grab, um die Steintafel wieder an sich zu reißen. Und auch sind sich die Elras, Jainas und Nyrias Plan bewusst. Ihr Endziel, die sogenannte Reinkarnation. Haben die Schwestern zu sehr mit dem Feuer gespielt? Denn die Elras sind ein nicht zu unterschätzender Machtfaktor. Korrumpiert das Buch der Elras doch alle Menschen in seiner Nähe. Ein schleichender Prozess. Währenddessen trifft Selene die folgenschwere Entscheidung, die Klinge gegen ihren Bruder zu erheben. Die Grauen, die er durch das Haus der Freudentränen angerichtet hat, dürfen nicht ungesühnt bleiben. Und so entschließen die drei Vampire, Larius' Fährte aufzunehmen. Die erste Spur führt sie zu einer Vampirin namens Dalira Ollyander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt es im Recap gesehen, da ist einiges passiert in der letzten Folge. Und das möchte ich sehr ungern unkommentiert lassen. Ich möchte die letzte Folge also ein wenig Revue passieren lassen, meine Meinung dazu kundtun, bevor wir dann mit dem regulären Let's Play starten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Wenn nicht, ihr wisst, wie immer, unten in der Description sind die Sprungmarken oder am unteren Seitenrand könnt ihr ganz einfach dahin scrollen, wenn ihr direkt mit dem Let's Play weitermachen wollt. Würde mich aber freuen, wenn ihr da bleibt, denn viele von euch haben sich tatsächlich geäußert, ob in der Kommentarsektion oder bei Discord und mir ihre Sicht der Dinge zu dieser Situation geschildert. Erst einmal, das finde ich super und ich finde es krass, wie respektvoll wir da diskutieren können, wie auf Augenhöhe diese Diskussionen sind. Das ist bei YouTube und im Internet nicht immer selbstverständlich und von daher vielen Dank für diesen Input, den ich mir zu Herzen genommen habe und den ich ja sozusagen mit einfließen habe lassen, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe und mal eine Nacht drüber geschlafen habe oder zwei. Ich glaube, mein größtes Problem ist nach wie vor, dass Aska der Protagonist dieses Spiels ist. Ich habe gerne Hauptcharaktere, mit denen ich mich identifizieren kann, in die ich mich hineinversetzen kann, ja, hinter deren Sache ich auch stehe und die ich unterstütze in dem, was sie tun. Das kann ich über Aska nicht sagen. Und insbesondere seit der letzten Folge hat sich dieses Gefühl bei mir auch noch verstärkt. Aska ist kein besonders moralischer Charakter. Das war er auch nie, denn er war immer ein Egoist, Opportunist, jemand, der alles dafür getan hat, seine eigenen Zwecke und Ziele zu verfolgen und zur Not ging er dabei auch über Leichen. In Vampires Dawn 1 und 2 hat das gut funktioniert, denn du hattest Valnar als Protagonisten und nicht Aska. Die Spieler hatten jetzt also eine Wahl. Sie konnten sich mit Elaine auf die Seite der Moral stellen oder sie wandeln den blutigen Pfad Askas, ja, sodass sie im Grunde genommen jegliche Menschlichkeit über Bord schmeißen, rein zum Selbstzweck. Diese beiden Optionen waren in den Spielen verankert und Valnar als Charakter hat beides hergegeben. Man hätte sagen können, er identifiziert sich mit der neuen Rolle als Vampir und geht Askas Weg. Oder er könnte sagen, er behält sich die Menschlichkeit weiter und bleibt halt eben ein moralisch integrer Charakter. All diese Möglichkeiten gibt es und das passt sozusagen in den Charakter von Valnar, weil er halt eben nicht besonders tiefgründig als Protagonist ist und nicht besonders viel eigene Agenda mitbringt. Er war immer irgendwie ein Spielball der Welt, in der er sich befindet. Jetzt spielen wir Aska und damit verlieren wir jegliche moralische Ambiguität. Denn auch in diesem Spiel gibt es ja eine Menschlichkeitsmechanik. Das heißt, ich könnte Entscheidungen treffen, die sehr moralisch sind, würde dann aber gegen alles widersprechen,
wie sich Asuka in den ersten beiden Teilen und auch im dritten Teil in den Cutscenes verhält. Er wird nie ein moralisch integrer Charakter. Das wird er nicht sein. Und wenn ich ihn so spiele, dann habe ich so diese Dissonanz zwischen dem Asuka, wie ich ihn lese im Spiel, und so, wie ich ihn steuere, was ja auch nicht zusammenpasst. Ich habe mich dann für die andere Option entschieden und gesagt, ich spiele Asuka so, wie Asuka ist. Zumindest im ersten Teil, im zweiten Teil und in den Cutscenes des dritten Teils, die wir bislang gesehen haben. Also als brutaler, egozentrischer Opportunist. Das Problem daran ist wieder, ich möchte eigentlich nicht, dass so ein Charakter Erfolg hat. Ich möchte nicht, dass Asuka dieses Spiel gewinnt. Dementsprechend, jedes Mal, wenn ich einen Kampf erfolgreich abstreite, sage ich, eigentlich stehe ich nicht hinter dem, was da jetzt gerade passiert. Und da kommt jetzt Maleks alter Trick zum Vorschein, den er auch in Vampire's Dawn 2 benutzt hat, indem er nämlich jemanden erfindet, der böser ist als Asuka. Im zweiten Teil waren das die Elras. Da wurde ganz eindrücklich dargestellt, was passiert, wenn die Elras an die Macht kommen, was ja schlimmer ist als das, was Asuka macht. Und im dritten Teil machen sie jetzt genau das gleiche mit dem Haus der Freudentränen. Also etwas, was so unfassbar schlimm ist, dass der Spieler die Taten von Asuka als weniger krass wahrnimmt. Mit dem Haus der Freudentränen hat Malex nichts dem Zufall oder der Vorstellungskraft überlassen. Er hat uns auf eine Reise durch die menschlichen Abgründe genommen und die Kamera mitten drauf gehalten. Wir haben physische Gewalt gesehen, sexualisierte Gewalt bis hin zum Mord. Da wurden Frauen, ja, zur Belustigung von männlichen Vampiren vergewaltigt, sie wurden geschlagen, sie wurden sogar ermordet, alles nur für Entertainment. Das ist harter Tobak. Hier ist der für mich springende Punkt. Nur weil es jemanden gibt, der böser ist, der noch schändlichere Taten vollzieht, als es Asuka tut, macht es Asuka als Charakter nicht besser oder moralischer. Das ist nicht der Fall. Asuka ist immer noch ein Gewalttäter, ein Mörder und ein Frauenschläger. Das ändert sich nichts daran, nur weil es andere Mörder, Vergewaltiger und Frauenschläger gibt. Eine Sache ist mir noch wichtig zu betonen. Asuka handelt hier nicht altruistisch, also selbstlos oder aus reiner Nächstenliebe, sondern zum Selbstzweck. Er ist ein Egoist und weil er Selene besitzt, kann er es nicht ertragen, wenn sich jemand anders an ihr vergreift. Deswegen übt er Rache. Nicht für Selene, sondern für sich selbst. Und wie gleichgültig ihm Selene ist, das wird in der letzten Folge ebenfalls klar. Denn du hast da eine Frau, die höchst traumatisiert ist, die schlimmsten Ereignisse ihres Lebens rekapitulieren will. Und was macht er? Er nimmt sie und schleppt sie sofort an den Ort ihres Traumas und der schlimmsten Stunden ihres Lebens. Für all diejenigen, die geschrieben haben, ja, aber was ist denn jetzt das Problem? Asuka verhält sich so wie Asuka. Steht Asuka drauf, ist Asuka drin. Und ihr habt recht, Asuka ist in diesem Spiel wirklich sehr konsistent geschrieben. Wahrscheinlich konsistenter als in Vampire's Dawn 1 und 2. Und das ist eigentlich gutes Character Writing. Das Problem ist, dass Asuka nicht mehr nur das Teufelchen auf der Schulter ist, sondern er ist der Hauptcharakter. Wir spielen ihn und zu einem gewissen Punkt muss ich die Entscheidungen, die Asuka trifft, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, mir zu eigen machen. Und das löst in mir ein gewisses Unbehagen aus, denn eigentlich möchte ich aufgrund meines moralischen Kompass den Haupthelden dieses Spiels, den ich steuere, scheitern sehen. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich das Let's Play abbrechen würde und mich nicht auch in die Story immersieren kann. Nur mir war das wichtig, hier das Ganze noch einmal zu betonen, warum das in mir halt eben ein, ja, schlechtes Gefühl auslöst. Eine Sache möchte ich an dieser Stelle aber noch erwähnen, um das Ganze auf einer harmonischen Note enden zu lassen. Ich finde, der Charakter Selene hat sich jetzt sofort eigentlich an die Spitze katapultiert, der Charaktere, die am nachvollziehbarsten geschrieben sind. Denn Selene hat eine nachvollziehbare Backstory, die ihre Verhaltensweisen bis hin zum Charakter-Artwork erklärt. Sie ist in einer Welt, wo Frauen mit ihren weiblichen Reizen nicht geizen, die wahrscheinlich am stärksten zugeknöpfte, was sich durch diese Episode erklären lässt. Darüber hinaus erklärt es auch ihre abwehrende Haltung gegenüber Fremden und gegenüber jedem, der Asuka halt eben zu nahe kommen will, weil Asuka ihr Heiland und Retter ist. Das finde ich ist endlich mal etwas, was ich mir gewünscht habe, ein Charakter mit Tiefe. Und das haben wir jetzt bekommen. Und das finde ich gut. Dann habe ich jetzt aber auch wirklich genug gelabert. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr meinen Gedanken zu diesem Thema nochmal zuhört. Mich würde sehr interessieren, was ihr darüber denkt, ob euch diese Einsortierung geholfen hat, die Dinge vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wenn das der Fall ist, schreibt es gerne in der Kommentarsektion. Auch gerne, wenn ich irgendetwas übersehen oder falsch interpretiert habe in eurer Meinung. Aber dann habe ich euch lang genug vom Gameplay abgehalten. Hier kommt sie jetzt. Vampire's Dawn Folge 13. So, genug gelabert, dann wollen wir sehen, dass wir in dieser Folge auch noch ein wenig zum Spielen kommen, denn wir haben ordentlich zu tun und uns auch für diese Folge ordentlich was vorgenommen. Wenn wir in den Questlog gucken, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, in der letzten Folge habe ich das Haus der Freudentränen absolviert.
Deswegen haben wir jetzt diese Quest. Wir müssen zu Daliras Haus, weit im Süden von Hadriden. Wenn ich das mal wieder auf der Karte suche, der Hinweis an mich schon mal weit im Süden. Vielleicht gucke ich dann relativ weit südlich, falls ich mal wieder wie beim letzten Mal stundenlang die richtige Map suche. Wir wollen aber vorher noch ein paar Sidequests absolvieren. Und zwar einerseits ist immer noch das dritte Blutrennen auf. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Da waren wir in der letzten Folge ein wenig zu klamm für. Wir haben jetzt ungefähr 9000 Fehler. Mal gucken, ob ich durch taktisches Verkaufen das auf die benötigten 12.000 Fehler irgendwie hochgestuft bekomme. Wenn das uns nicht gelingt, würde ich sagen, sind wir bei der Silberminen-Eroberung richtig. Östlich von Basalan befindet sich eine Silbermine, die du unter deine Kontrolle bringen solltest. Wunderschön! Versuche darüber hinaus, die Silbermine möglichst schnell in die höchste Produktionsstufe zu bringen. Das haben wir vor. Und darüber hinaus gibt es noch den harten Wind. Das ist das mit dem Vampir, Magier, Deserteur, Verräter. Auch das ist ab Level 20 möglich. Schön, dass all unsere Vampire jetzt Level 21 haben und sogar auch die Mumie. Das heißt, dafür sollten wir gewappnet sein. Falls ihr es in der letzten Folge nicht mitgekriegt habt, ich habe vom leichten auf den normalen Schwierigkeitsgrad gewechselt. Das heißt, jetzt also befinde ich mich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und dann würde ich sagen, ich gehe mal in den Keller und verkaufe ein wenig Silber. Wir haben 120 Silber, das muss noch viel mehr werden. Daran arbeite ich doch in dieser Folge, lieber Aska. Und dann würde ich sagen, verkaufe ich das Silber für 15 Fehler pro Silber und bekomme 1800 Fehler. Das verkaufe ich natürlich alles. Ich erledige das, mach das, wunderbar, bestes Skelett, Mitarbeiter des Monats, damit habe ich 1800 Fehler. Gemeinsam mit ein paar Dingen, die sich in meinem Inventar befinden, sollte ich das so weit skillen können, dass ich die 12.000 habe, die ich eben für dieses Blutrennen benötige. Ich springe mal in den nächsten Itemshop meines Vertrauens. Aha! Ich habe etwas Neues entdeckt und das steht mir sogar offen. Ich habe noch mehr Neues entdeckt. Es geht wirklich schnell. Fantastisch. Ich habe ganz gut was wegverkauft. Es reicht leider nicht für die 12.000 Fehler. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns doch mal die entsprechende Silbermine. Die befindet sich östlich von Wat Basalan. Basalan. Okay, verstehe. Ich checke das nochmal, bevor ich hier wieder Ewigkeiten rumsuche. Silberminen-Eroberung. Genau. Östlich von Basalan. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Auf jeden Fall ist das der Ort. Ich vergewissere mich nochmal. Genau. Östlich von... Da ist sie doch. Da ist sie doch eingezeichnet. Und wir finden mal wieder Locations. Es lohnt sich wirklich einfach mal durch die Pampa zu fliegen. Und links und rechts einige Dungeons zu erkunden oder einige Maps zu erkunden, die ich dann, wie gesagt, in einem Stream mal machen werde. Sobald der terminiert ist, würde ich das natürlich hier ankündigen. Ich fliege auch vorbei. Aber hier ist auf jeden Fall die angesprochene Silbermine. Mitten in der Wüste. Du befindest dich in einem Gebiet mit intensiver Sonnenstrahlung. Aska und seine Begleiter erleiden als Vampire höherer Generation dadurch keinen Schaden. Allerdings ist ihre Regenerationsfähigkeit nach einem Kampf blockiert. Verwende in solchen Gebieten Heiltränke nach einem Kampf, um die Lebenspunkte aufzufrischen. Ich verstehe, also die Regenerationsfähigkeit ist nicht gegeben. Dafür sparen wir uns die Sonnenschutzmäntel. Die 41 Fehler helfen auf jeden Fall. Und ja, klasse. Ich frage mich, ob das in der Höhle nach wie vor der Fall ist. Ob wir da ebenfalls eine Sonneneinstrahlung haben? Ja, das hier war eine meiner Silberminen. Doch wie mir scheint, sind alle Skelettdiener fort und die Mine wurde von Monstern überrannt. Dann müssen wir alle Monster vernichten, bevor wir hier wieder Silber abbauen lassen können. Das habe ich vor, liebe Selene. Also ja, nach Geheimgang brauche ich gar nicht suchen, denn ich habe ja die Geheimgang-Vision. Hollala, Rakonos Nummer D. Das ist interessant. Ein Gegner reduziert Geschwindigkeit. Ich probiere mal den Schattenstrahl. Wilde Schläge kann die Vampirkriegerin. Zwei zufällige auf Gegner. Es scheint mir so, als ob die mitleveln und sobald sie eine gewisse Levelgrenze erreicht haben, steigert sich das Ganze. Ansonsten gab es von euch den Tipp, den ich sehr hilfreich fand. Ich glaube, von Shadowlands war das, die auf 100 Rachepunkte hochskalieren zu lassen, sodass sie eine Besonderheit bekommen und dann quasi veredelt sind. Finde ich keine schlechte Idee. Weiß nicht, oder ist es nur bei Beschwörungen? Ich glaube, es ist nur bei Beschwörungen. Egal. Ich mache mal einen Feuerblitz auf zwei zufällige Feinde. Sie greift einfach an oder hat sie auch was Neues gelernt? Nee, nicht unbedingt.
Ach ja, stimmt. Ich wollte Selene noch die dritte Rune geben. Das ist das, was mir nicht eingefallen ist. Aber ich guck mal mit dem schwarzen Regen. Wir schauen einfach mal, was jetzt so die Elementaraffinitäten sind. Resistent gegen Feuer, das versuche ich also jetzt nicht nochmal. Schattenstrahl. Auch resistent, ja, auch nicht besonders gut. Oh, die hauen aber ordentlich drauf. Das Ding kann Lichtstrahl, verstehe. Warum sie dann gegen Schatten resistent sind, ist eine spannende Frage. Auch das ist resistent, aber scheinbar scheint es jetzt irgendwie geklappt zu haben. Ich würde sagen, die Angriffshaltung ist da gar nicht verkehrt. Vampirkriegerin, wilde Schläge, zwei zufällige Angriffe auf den Gegner. Also es sind natürlich jetzt relativ krasse Gegner. Ich kann einen Spezialangriff machen, der die Rüstung des Gegners zerstört. Das finde ich schon mal nicht verkehrt. Und dann Rakonos Nummer D. Alle Gegner Eisschaden, Basisstärke 110. Nehme ich auch mal mit. 739. Ich finde das Design irgendwie, das scheint mir so ein... Ich finde, der Kopf erinnert mich so ein bisschen an so eine Schildkröte fast. Oi. Alain kriegt ordentlich aufs Maul. Kritisch. Eis ist kritisch. Das habe ich verstanden. Das heißt, wir machen jetzt mal Eis auf Rakonos B. Der steht am vordersten. Ansonsten kriegt Alain mal eine Heilflasche serviert. Die macht es nämlich sonst nicht mehr lange. Alain selbst darf... Ja, machen wir einfach nochmal den Feuerblitz. Wir müssen jetzt einfach Schaden machen. Selene haut drauf. Die Mumie ist mit dem Eishagel so ziemlich mein MVP gerade. Flammenimmun. Es scheint doch mal einen Unterschied zwischen resistent und immun zu geben. Scheint mir in erster Linie physikalischer Angreifer auch zu sein, bis auf den Lichtstrahl. Ja, der Eishagel ist auf jeden Fall eine gute Investition in meine, sag ich mal, Zukunft. Wir hauen mal drauf hier. Alain darf selbst den Feuerblitz machen. Das ist auf jeden Fall eine andere Kragenmalte, muss ich dazu sagen. Damit macht sie gut Schaden. 291, komm, jetzt der Eissplitter. Sehr schön, und dann jetzt nochmal der Eishagel. Wird den Rest besorgen. Zack. Da hatte ich jetzt keine Animation. Ein Fernschlag. Zack. Vier schwache Seelen. Und zwei Level-Ups. Das lässt sich doch machen. Ja, jetzt kann man sagen, die Blutessenzen kann man jetzt hier so links und rechts schmeißen. Aber das Schöne ist einfach, dass die Blutessenzen halt eben mit skalieren. Das ist wirklich das Schöne daran. Er kann es nicht ausrüsten. Ist es denn jetzt... Nee, ist nicht... Hier drin ist nicht warm. Hier drin können sich die Vampire... im schattigen Plätzchen ein wenig regenerieren. Ich würde sagen, diesen Kampf absolviere ich, und zwar mit euch, weil es gibt einen Schattenreißer. Hololol. Ich bin im Magiefokus, da gehe ich jetzt rein, und dann mache ich auch mal mit Aska den Schattenstrahl auf den Schattenreißer. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht sonderlich mit von Erfolg gekrönt ist, aber wir können es immerhin noch mal versuchen. Sie darf weiterhin den Angriff machen. Aber ich guck mal. Ja gut, Konterhaltung. Wenn sie die defensive Haltung hätte, dann würde ich das ganz gerne mal in Angriff nehmen. Aber wir greifen einfach mal den Schattenreißer an, weil ich mir vorstellen kann, dass das Vieh besonders viel Qualität besitzt. Wir machen mal den Lichtstrahl auf das Vieh und dann die Selene darf angreifen. Wir machen jetzt alles auf eine Karte. Eishagel hat geklappt, war die super. 541, okay, das Ding hat HP ohne Ende. Gegen Schatten immun. Ja, das hätte ich mir denken können. Ich mag aber, wie sehr Selene draufhaut. Schmerzriss. Verstehe. Hatte Aska nicht sowas, was er mal konnte? Okay, also ich habe schon wieder vergessen, übrigens Selene ihre dritte Rune zu geben. Es wird beim nächsten Mal nicht nochmal vorkommen. Sie darf angreifen. Und zwar machen wir diesen Schattenreißer jetzt erstmal zuerst kaputt. Der Lichtstrahl könnte mir dabei besonders gute Dienste leisten. Habe ich mit Aska gezaubert oder nicht? Wir werden es herausfinden.
finde es interessant, dass die Mumie quasi der Magier ist der Party. Das finde ich auch eine interessante Mechanik. Nächstes Mal nehme ich vielleicht eine Vampir-Magierin mit und einen Vampir-Magier. Je nachdem, wie lange unsere... Ja, die Mumie hat es erwischt. Unser stärkster Charakter. Und jetzt wird es nicht so schön. Wir machen hier weiter. Komm, hier, blutiger... Ach, warum mache ich nicht den blutigen Schnitt zuerst? Ah, ich Depp. Also ich muss mir das noch merken mit den, sag ich mal, unterschiedlichen Status, die wir hier haben. Dass es sich durchaus mal lohnt, denen da ein bisschen was Blutiges anzutun. Machen wir es mal so. Lohnt sich vermutlich immer noch. Und dann machen wir einmal blutigen Schnitt durch. Ist das schön, wenn Asuka das lernen könnte. Autsch. Top. Also, dann machen wir den Eissplitter weiterhin auf den Schattenreißer. Die Vampirkriegerin macht den blutigen Schnitt auf Rakonos A. Und ich würde sagen, mit dem Feuerblitz, das machen wir mal so. Und dann haben wir ein bisschen Flächenschaden. Selene könnte den Klingensturm machen. Entfesselt den Sturm auf einen Gegner, das mache ich jetzt auf dieses Vieh. Natürlich wird ausgewichen. Zack, blutiger Schnitt auf ihn. Er blutet. In der nächsten Runde werden wir gucken, dass wir das dem anderen auch noch verpassen. Aber auch wir können das mit dem Ausreichen. Wir machen weiter mit dem Eissplitter auf Rakonos B. Ja, ich sag mal, dann haben wir den jetzt. Dann machen wir zuerst mal Rakonos A fertig. Den blutigen Schnitt auf Rakonos B. Wir machen den Feuerblitz auf beide. Wir greifen an. Arti. Zack, Eissplitter kommen. Jetzt erledigt. Fantastisch. Kritisch plötzlich. Ich weiß nicht, gibt es Magie-Critical Hits? So richtig habe ich, zu 100% habe ich die Mechanik noch nicht verstanden, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber der hält einfach nicht lange. Ich probiere es mal mit dem Lichtstrahl. Gucken, was der macht. 648. Also trotz der Tatsache, dass er ihn zaubert, scheint er dagegen nicht resistent zu sein. Damit haben auch Kriegerin und Selene ein Level-Up. Die besporene Mumie wurde vernichtet. Das finde ich besonders schade. Ich muss sagen, ich mache jetzt erstmal Folgendes, bevor ich es wieder vergesse, ist auf Zauberruhen zu gehen und dann Selene anzuwählen. Und ich kann ihr die Möglichkeit geben, 3 Blutruhen zu nehmen. Ich habe jetzt Blutgeschick bekommen. Blutgeschick macht Folgendes. Ein Verbündeter erhöht Ausreichchance um 20. Ich weiß es nicht, es ist nicht meins. Ich erhöhe Zauber... Das ist bei Bosskämpfen sicherlich nicht verkehrt. Aber ich bin erstmal 3 Runden beschäftigt, die gesamten Blutthemen zu zaubern. Deswegen würde ich fast sagen, ich mache aus Selene sowas wie eine Allrounderin, beziehungsweise erhöht maximale Lebenspunkte. Genau, ich gebe ihr mal Schlaf und Schwäche und auch den Schattenstrahl. Also ich skill eigentlich Asuka mal um. Ach so, er hat das Öl, stimmt. Und könnte dann aber Eis wählen oder ich skille sie auf Eis. Mach ich mal so. Nein, das war Blödsinn. Ich gebe ihr mal die Eiszauber. Eissplitter und kühlen. So ein bisschen wie eine Klimaanlage. Selene ist unsere Klimaanlage in der Party. Ja, lassen wir es doch mal so. Wir versuchen es einfach. Wir müssen uns nähern. Wir haben aber Blutmangel. Besser gesagt, der gute Asuka-Boy hat Blutmangel. Wir müssen auch diese Viecher mal wegmachen, damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Lohnt sich ja, oder muss sich ja lohnen. Blutessenz machen wir jetzt mal hier auf Elaine. Super, fantastisch, toll. Also, ich möchte jemanden beschwören. Zombie benötigt eine normale Seele. Ich probiere es mal mit dem Werwolf nochmal. Den fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich probiere es einfach mal. Zack. Hier ist der nächste Gegner. Den absolviere ich jetzt mal. So. Jetzt hat Elaine wieder Blutränke. Blutmangel.
was wir durch eben diese Bluttränke beheben. Selene sieht auch nicht mehr so super aus, was das anbelangt. Genau, und ich habe jetzt die ultimative Taktik, wie ich diesen Dungeon absolviere. Munteres Hin- und Her-Konfigurieren, courtesy by the Black Box, ist doch furchtbar. So, ich gebe ihr nämlich Eis. Und zwar, sorry, nicht nur ein, doch ein Eis wollte ich ihr geben, denn sie hat dadurch dann Eiszauber und die sind ja im Moment scheinbar ziemlich gut und damit kann ich sie entsprechend verwenden. Ist es nicht herzallerliebst? Damit hat sie quasi dann die Möglichkeit, wenn ich das mache, das ist nicht so super effektiv, dann auch doch nochmal den Lichtstrahl. Ne, es ist der Flammenblitz, den ich dann zuerst lerne, ne? Lass mich mal gucken. Was habe ich denn gelernt? Fähigkeiten, ich habe Gewitter. Alle Gegner Nassschaden. Verursacht Nass in einer 100%igen Chance. Das probieren wir einfach mal. Wir haben ja jetzt ein paar Zauber zur Auswahl. Scheinbar müssen wir noch einen der Gegner besiegen. Diesen hier. Und an dem probieren wir das Ganze mal aus. Irgendetwas wollte ich noch machen. Ich weiß aber nicht mehr was. Vielleicht fällt es mir... Doch, ich wollte Aska noch ausrüsten. Und zwar bringt es jetzt nichts, die Verdammnisklinge zu haben. Der Arcus-Säbel haut ein wenig mehr rein. Und da wir Aska in erster Linie jetzt als physikalischen Angreifer oder physischen Angreifer nutzen, besser gesagt, ist es nicht verkehrt, wenn der Gute eine Schneise da reinschlägt. So viel dazu. Blutiger Schnitt. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, weil ich es kann. Gewitter! Und Eissplitter. Und der Werwolf bleibt in dieser, defensiven Geschichte. Und ich lasse ihn mal leveln, dass er ein bisschen was bekommt. Wasserresistent. Dafür sind sie aber ganz schön nass. Ja. Okay, das überspringe ich mal. Das war's. Nehme ich an. Das waren alle Monster, Geliebter. Die Mine ist nun wieder einsatzbereit. Dann erschaffen wir erstmal den ersten Skelettdiener. Der Werwolf hat an Angriffsgeschwindigkeit gewonnen. Meister. Hör zu, du dummes Skelett. Ich möchte, dass diese Silbermine wieder in Betrieb genommen wird. Ja. Kurz besichtigen. Meister, das sollte kein Problem sein. Das Silber in dieser Mine ist einfach zu schlürfen. Zu schürfen. Skelettdiener sollten hier ausreichen. Alles andere wäre auch inakzeptabel gewesen. Dann spricht mich erneut an, wenn ihr weitere Diener für die Mine erschaffen wollt, Meister. 1980 Erfahrungspunkte erhalten. Fantastisch. Und damit bin ich auf Level 22 nach wie vor. Aber kurz vorm Level Up. Ich möchte 2 der 70 sehen. Ich starte die Mine mal aus. Damit ist die Mine vollkommen ausgestattet. Und ich habe 2 Level Ups bekommen dadurch. Einfach weil ich der Beste bin. Nein, weil ich die Quest absolviert habe und deswegen 9900 Erfahrungspunkte bekommen. Ist das nicht herzallerliebst? Damit kann ich dann hoffentlich das Blutrennen und den harten Wind machen. Ich würde Folgendes vorschlagen. Jetzt ist es so. Genau, ich bin jetzt hier draußen. Ich würde sagen, wir begeben uns mal in die nächste Stadt und können unsere Blutvorräte wieder herstellen. Das müsste Linnak sein und in dessen Nähe befindet sich dann auch die Quest Harter Wind, die ich gerne mal... Nee, Edyril. Das muss ich in Edyril machen. Und zwar erhalten von Marix, wenn ich nach Edyril fliege. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich muss ehrlich sagen, nämlich stört das hier so ein bisschen. Man sieht, hier ist das Schild für den Heiltrank montiert. Wenn ich da aber reingehe, komme ich gar nicht dahin. Da steht nur dieser komische Vampirtyp. Du musst dein Schild mal anders machen. Dann klingeln die auch nicht immer beim Nachbarn. Auf jeden Fall kann ich hier jetzt 720 Fehler ausgeben, um daraus zu trinken. Ich weiß, ich spare gerade Fehler. Nichtsdestotrotz ist das bei meiner momentanen Party, so wie sie ausschaut, definitiv nicht verkehrt. Und es scheint mir so, als ob ich die Levelanzahl mal 30 nehme und dann haben wir entsprechend ja, den Preis dieses Tranks. Ich möchte ein paar Tränke kaufen. Ja, das mache ich. Blutessenzen werden immer teurer. Muss man ehrlicherweise da auch dazu sagen. Sind aber auch recht praktisch. Und ich weiß, dass ich, wie gesagt, wieder meiner eigenen Geschichte widerspreche. Ach komm, wir machen das jetzt so. Wir absorbieren die Quest, dann machen wir das Blutrennen, dann kriegen wir Fehler. Und dieser Fehler investieren wir dann wieder, um uns Bluttränke zu kaufen. Das sollte auch mit 6 Bluttränken sich jetzt erledigen lassen, sage ich einfach mal. Und deswegen, die nächste Mission, die wir absolvieren, ist die in diesem Magierwald. Beziehungsweise es gibt einen Vampirmagier, der scheinbar als Deserteur aufgetreten ist. Ich nehme mal an, das ist diese Geschichte hier, wo das hinzeigt. Harter Wind.
nordwestlich von Idirin. Das ist nordöstlich. Vielleicht hier. Das scheint dieses Gebirge zu sein. Ihr seht, ich habe hier ein wenig, was die Speicherstände anbelangt, aufgeräumt. Deswegen kann ich hier jetzt auch nochmal speichern auf der Datei 1 und dann rein ins Vergnügen, würde ich sagen. Verdammt, ganz schön windig hier. Hier können wir das Fliegen vergessen. Oha, Juradus. Da kommen wirklich noch mehr von euch. Ich werde mich niemals ergeben. Und wenn ihr versucht, mich zu schnappen, werden meine Steine euch wie Maden zerquetschen. Erinnert mich hier so ein bisschen. Also einerseits erinnert mich das an die Quest, die ich mit Aska und der Vampirparty absolviert habe, wo ich dann von oben ja diese Steine auf die Soldaten hab fallen lassen. Dort oben ist der verräterische Magier. Der Wind wird uns deutlich verlangsamen. Das erklärt, warum hier schon so viele Vampire zerquetscht wurden. Doch wir werden uns den Kerl greifen. Ich hätte jetzt beinahe eine Flasche umgeschmissen. Ich evakuiere die mal. So. Okay, das ist wirklich sehr langsam. Wisst ihr, woran mich das ebenfalls erinnert? Kennt ihr noch in Sat 1 den Superball? Alter. Natürlich tricky hier. Könnte da noch jetzt? Da kann nichts kommen. Das ist ein Baum, hinter dem ich mich verstecken kann. Aua! Weiche den Stein aus, damit deine Gruppe nicht zerquetscht wird. Ja, das ist leichter gesagt als getan, Freund Blase hier. Vor allem, was soll das denn? Der Stein, warum rollt er denn an dem Baum vorbei? Ich bin wirklich sehr langsam unterwegs, muss ich dazu sagen. Wurf. Ist die Frage, wenn es eins meiner Partymitglieder trifft, bin ich dann auch kaputt? Ich werde es vielleicht herausfinden. Ja! Das ist ja easy! Also ich darf auch keine meiner Partymitglieder, kriege ich dafür irgendein Penalty? Nee, ne? Boah, das kann aber eine Stunde dauern jetzt hier. Es ist so ein bisschen wie Snake, aber ich kann es ja irgendwie nicht richtig antizipieren. Und die fangen ja mit so einer Geschwindigkeit. Okay, da geht's halt so runter. Versuch mal so weit zu kommen wie irgendwie möglich. Hinter diesem Baum zum Beispiel. Ich mach das mal so, damit ich ein bisschen kompakter stehe. Eben waren es nur... Oh, ich verstehe, es gibt noch einen Stein. Wenn ich außen rumgehe, dann habe ich eine Sackgasse. Aber eine Sackgasse ist vielleicht gar nicht schlimm, weil dann kann nichts drüber rollen. So meine Theorie. Oh nein. Nein. Ach, das ist, wenn du einmal einen Fehler gemacht hast. Ich spring mal dahin. Da habe ich dich doch. Ihr denkt, ihr habt es geschafft. Dieser Hang ist noch lang, ihr Narren. Och nein, es geht noch weiter. Was ist das denn für ein komischer Hang? Nichts wie hinterher. Komm schon. Jetzt kannst du aber ein bisschen Geschwindigkeitsschuhe anziehen hier. Der Kerl hat nicht gelogen. Dieser Weg geht noch weiter. Was für ein elender Aufwand. Der Weg scheint auch noch schmaler zu werden. Mehr Engstellen sind nicht besonders hilfreich. Ihr seid viel zu langsam. Ich beherrsche den Wind und die Erde. Versucht mich zu fangen und ich werde euch zerquetschen. Wäre ja alles ein wenig... Wie zum Teufel ist er so schnell dort hochgelangt? Verflucht, wir müssen ihn erwischen. Es gibt zumindest mal ein Autosave. Yo, die Steine sind schnell unterwegs. Och, Wolf! Geh aus dem Weg! Ja, ich weiß, dass das Ziel ist, dass ich nicht zerquetscht werde. Ach, Mensch. Och, Menno! Das hat doch geklappt. Kann ich hier zwischenspeichern? So Safe State mäßig? Nö, natürlich nicht. Okay, dann gehen wir doch mal da lang. So,
So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Auf geht's, komm schon, bitte, 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 bitte. Jawohl! Verdammt, ihr seid besser als der ganze schwächliche Rest. Das erwartet nicht, dass ich mich kampflos ergebe. Du kannst ja gegen uns zwar kämpfen, jetzt haben wir ihn in die Enge getrieben. Wir sollten uns auf einen Kampf vorbereiten. Ja, es wird geauto gesaved, das ist super. Dann darf das Spiel das mal für mich übernehmen, hier die ganze Spannung und... Eine Schatztruhe gibt's. Gratulation zu eurem erfolgreichen Ausweichen meiner Steine. Als Belohnung werde ich euch höchstpersönlich vernichten. Dem werde ich zeigen, welche Konsequenzen es hat, mir Steine in den Weg zu legen. Ja, sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne. Vernichten wir den Kerl! Vorsicht, wer weiß, welche Tricks der Magier noch hat. Was zum Teufel? Es gibt hier überall... Offenbar überall irgendwelche magischen Windfallen. Wir müssen aufpassen, wohin wir treten. Das wird hier immer besser. Ich verstehe. Aber das ist wirklich so, machen wir diese Situation so ätzend wie möglich, ne? Ich werde ja immer zum Anfang zurückgesetzt. Och, das ist doch... Da haben wir es doch. Dort ist der Kerl. Also es war jetzt wirklich Brute Forcing. Das ist leider wirklich kein gutes Rätseldesign, weil jetzt habe ich ein Notepad, habe mir den Weg aufgeschrieben. Das gibt's auch in anderen Spielen, kein Problem, aber das fand ich jetzt nicht unbedingt das beste Rätsel. Na schön, ihr habt es bis hierher geschafft. Doch jetzt werde ich euch mit meiner Magie vernichten. Ja, wenn ich gegen diesen Wind ankomme. Aber die Party geht in mich rein und ich werde zum Megazord, Asuka. Es wird mir nur unendlich Genugtuung bringen, dich in die Ebene der Blutgeister zu schicken. Jetzt muss ein Elektrobeat rein. Okay, ich mache Folgendes. Ah, jetzt habe ich diese Dingensklinge nicht ausgerüstet. Das hätte mir geholfen. Scheiße, das habe ich jetzt natürlich richtig vergessen. Fuck off, ist egal jetzt. Ich greife so an. Kriegen das hin? Und zwar, wir fangen an mit dem schwarzen Öl. Die Vampirkriegerin darf währenddessen den blutigen Schnitt machen, logischerweise. Sie versucht sich mit dem Lichtstrahl und Selene darf den Eissplitter bemühen. Ich mach mal, oder Schwäche. Ich mach mal Schwäche, vielleicht funktioniert das. Der Werwolf darf die Gegner verängstigen. Und dann habe ich doch schon mal ein paar Statuseffekte gemacht. Schwäche, all das, schwarzes Öl und in der nächsten Runde machen wir dann den entsprechenden Zauber. Frostiger Stahl, 38. Ah, wirklich gut kämpfen kann er jetzt nicht, würde ich sagen. Asuka darf währenddessen einmal weiter draufprügeln. Ich hätte gerne Gift. Das hätte ich gerne. Habe ich aber nicht. Deswegen mache ich jetzt mal die wilden Schläge stattdessen. Aber den Feuerball. Selene darf währenddessen den Eissplitter auf ihn machen und der Werwolf darf wildes Blitzen machen. Klasse. Feuerball sollte jetzt richtig ballern. 1533. Ist es nicht fantastisch? Wilde Schläge. Ja, sehr schön. Sehr schön gemacht, Vampirkriegerin. Lichtstrudel. Lecker. Mit viel Liebe gekocht hier. Aber wirklich lange hält der gute Typ nicht mehr, weil ich mir das gönnen werde. Du darfst nochmal die wilden Schläge probieren. Den Feuerball darf ich ebenfalls probieren. Den Eissplitter fand ich ebenfalls gut. Und der Werwolf... ja, greift an. Der ist wohl das, was man gemeinhin eine Glass Cannon nennt. Also jemand, der nicht besonders viel aushält, aber viel austeilt. Wilde Schläge. Ja, wenn das nämlich trifft, ist das nicht verkehrt. Okay, wir machen jetzt nochmal den Angriff. Und zwar die Vampirkriegerin darf jetzt auch nochmal angreifen. Komm, wir machen den Feuerball nochmal, den Eissplitter. Und dann sollte sich das Ganze erledigt haben, hoffe ich. Jawohl. Zerhackt vom Werwolf. Sogar nach dem Tod nochmal ein paar Mal draufgehauen. 480 Euro und eine... Euro nicht vieler, sondern eine schwache Seele.
mich besiegt. Doch bitte, tötet mich nicht. Ich verrate euch, wo sich mein Versteck befindet, wenn ihr mich gehen lasst. Wir sollten den Kerl töten, Aska. Er wollte uns mit seinen verdammten Steinen zerquetschen. Mein Versteck befinden sich unermessliche Reichtümer. Unermessliche Reichtümer klingt nicht verkehrt. Würde Aska sagen, ich lasse dich am Leben und... Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich ihn jetzt töte, geht diese Geschichte... Ich töte ihn mal. Wenn das ein ganz großer Fehler war, tut's mir leid, aber ich töte ihn mal, denn, letzten Endes, Aska ist ein Mann der Rache. Es wird mir unendlich Genugtuung bringen, dich in die Ebene der Blutgeister zu schicken. Ihr verdammt! Ich habe genug von dieser Klippe. Lass uns nach Edirill zurückkehren und unsere Belohnung abholen. Gut, dass wir den Kerl getötet haben. Wer sich mit uns anlegt, hat es nicht anders verdient. Was war das? Der Wind ist schwächer geworden. Hat der Vampirmagier ihn bislang magisch verstärkt? Magisch. Dann könnten wir uns jetzt wenigstens wieder normal bewegen. Boah, die rennen ja. Liegt daran, dass immer Rennen angeschaltet ist. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt unermessliche Reichtümer nicht gemacht, aber das Versteck von ihm finde ich doch wahrscheinlich auch so. Bestimmt. Aber wirklich erklärt, warum er desertiert wird, das gab's nicht. Vielleicht wäre mir das gelungen, wenn ich ihn am Leben gelassen hätte. Könnte sein. Man weiß es nicht so recht. Dann denkt man mal, diese Plackerei hier so irgendwie hochzustapfen. Das wäre eine interessante Wendung. Ich finde es gut, dass man die Möglichkeit hat, hier verschiedene Alternativen abzuklappern. Ne? Das finde ich nicht verkehrt. Und damit haben wir die Möglichkeit, zurückzukehren in dieses Dörfchen. Und ich habe die Möglichkeit, dann diesen Marix zu suchen, was ich jetzt mal in Angriff nehme. Bis gleich. Da ist er doch, dieses elende Schwein. Hoffentlich liegen bald seine Gedärme im Schnee. Nun, da solltest dich freuen zu hören, dass das Schwein bei der Schlachtung ordentlich gequiekt hat. Ihr habt es geschafft? Was ist mit den anderen Vampiren, die ich losgeschickt habe? Nun, wenn du roten Schnee magst, solltest du dort mal vorbeischauen. Der Vampirmagier hat mit seiner Magie eine Menge Steine ins Rollen gebracht. Das sind wie so die Wortwitz-Quest, oder? Dann gib uns jetzt die Belohnung für die Aufgabe. Was? Ach so, natürlich. Hier sind einige Dinge aus unserem Arsenal. Ich hoffe, die findet ihr hilfreich. Torelis-Kralle erhalten, Torelis-Schwert, Schattenank. Ja, das sieht ganz nützlich aus. Gut, ich denke, wir haben alles geklärt. Vielleicht bis ein andermal. Wir werden sehen. 9.900 Erfahrungspunkte und Menschlichkeit gesunken. Dann war es die richtige Entscheidung. Interessant ist, ich kann die Leute auch verwandeln. Dann sehen wir hier diese Vampirseele, scheinbar wahrscheinlich daraus einen Vampirkrieger zu kriegen. Oder ansonsten umwandeln und dann kriege ich dieses Schwert, was auch immer das macht. Ich denke, wir haben alles miteinander geklärt. Bis ein andermal. Das haben wir in der Tat, mein Bester. Also, nee, hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Gut, dann gehe ich mal raus und gehe nochmal, achso, ich könnte mich jetzt auch mal ausrüsten mit den Dingen, die ich gefunden habe. Dieses Schwert. Ich habe leider keinen der Kämpfer, die irgendwie imstande sind, Schwerter auszurüsten. Ich habe die Torelis-Kralle, die nutze ich. 50% Trefferchance auf Öl. Beinhaltet eine Vorrichtung, Öl zu versprühen und gewährt den Zauber Feuerblitz. Verstehe. Das war also ein Gegenstand, der mir das ermöglicht, das zu tun. Ich gehe noch einmal hier kurz in den Itemshop. Wir wissen ja, hier in östlicher Richtung befindet sich das Glück. Und dann verkaufe ich noch mal ein paar Dinge mit der Hoffnung, dass diese Arkuskralle dazu führt, dass vielleicht noch ein paar andere Dinge... Nee, sieht nicht so aus, als ob ich jetzt hier... das kann ich verkaufen. Träger enthält Status Stachelaura. Ist nicht verkehrt, aber auch nicht super geil. Oh, und dann brauche ich nur noch so wenig. Goldbahn habe ich keinen. Schattenank will ich nicht verkaufen. Oh, Mensch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch. Ich verkaufe einen Heiltrank. Komm, einen können wir doch verkaufen. Das ist doch alles herzallerliebst. Dann würde ich mal sagen, ich bewege mich mal Richtung Linnak zu dem Blutrennen, damit ich... Ja, das mal absolviere und unsere, ich sag mal, propere, beherrschte Vampirkriegerin dazu bringe, auch dieses Rennen hoffentlich erfolgreich zu meistern. Dann werden wir doch mal sehen, ob es uns gelingt, auch das dritte Vampirrennen zu absolvieren.
Seid ihr bereit für das Rennen? 12.000 Fehler, ja, komm. Diese Dialogbox hatten wir schon und auch jetzt sind es 3 Minuten. Das Rennen geht über Leben und Tod. Auf geht's. Ja. Verstehe. Die Flammen scheinen mir jetzt schneller geworden zu sein. Das gibt mir auf jeden Fall das Feedback. Das war das, was ich letztes Mal moniert habe, dass mir die Flammen nicht schnell genug gehen. Das habe ich jetzt quasi bekommen. Zack. Ich will ja an diese Schatztruhe dran, während des Rennens nicht geöffnet werden. Okay, also wir wissen, falls gleich noch irgendwas... Oh, das war fies hier. Whoop. Auf Nummer sicher gehen. Wir haben in der Regel immer Zeit gehabt. Er bleibt da. Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Oh, beweg dich doch woanders hin. Wahaha. Ja, verstehe. Oh Gott. Scheiße. Boah, Gottes Willen, ey. Ich bin ultra gespannt. Und die Gegner. Huf. Die Gegner haben auch einen Zahn zugelegt. Finde ich. Auf Nummer sicher gehen. Lange habe ich es nicht mehr. Oh Gott. Der kommt ja auch wirklich gut. So sieht das Gesicht vollkommener Konzentration aus. Lange muss ich nicht mehr. 1:04. Ich gehe es gemütlich an. Alter Schwede. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Wow, ja! Das war wirklich herausfordernd. Gratulation, Herr Vampir, Diener hat es innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters geschafft. Als Belohnung für euer drittes erfolgreiches abgeschlossenes Rennen erhaltet ihr dies. Amulett des Bakun Level 40, Stachelring. Yes! 2860 Erfahrungspunkte erhalten. Sprecht mich wieder an, wenn ihr ein weiteres Rennen durchführen wollt. Es gibt noch eins. Fehler, hullululululul. Okay, also, aber ich habe den Stachelring und irgendeinen anderen Ring habe ich ebenfalls. Irgendwas anderes, ein Amulett des Bakun. Magischer Angriff, dafür geht die Abwehr runter. Aber verleiht dem Träger Immunität gegen Blindheit, Stille und Lähmung. Natürlich nehme ich das, ist doch sonnenklar. Sie hat die Zagi-Salzkette, was gibt es sonst noch hier? Magischen Angriff steigern. Ja, ne? Es ist alles so... Den Stachelring könnte ich mal nutzen. Und zwar könnte ich den... Aska ist doch ein stacheliger Typ hier. Stachelring hat die Stachelaura. Das heißt, wenn man angegriffen wird, dann ist es doch nicht verkehrt. Der Angriff geht runter. Ah, nee. Also, mehr Angriff finde ich schon nicht verkehrt. Also, ich habe es angekündigt. Ich möchte in dieser Folge aber auch noch ein wenig Main Story machen. Das heißt, ich gucke mal im Questlog. Ich werde sie wahrscheinlich nicht abschließen. Ich gucke jetzt nochmal so, dass ich so 15 Minuten bis 20 Minuten noch in Daliras Haus mache, weit im Süden von Hadrien. Da muss ich mich erstmal hinbewegen. Und dann ist es aber so, dass ich da hoffentlich auch nochmal 15 bis 20 Minuten Content habe. Es wurde gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen in der Nähe des Haus der Freudentränen und sie scheint damit irgendetwas zu tun zu haben. Kann mir also einen hilfreichen Tipp geben, wo sich Larius befindet. Selene, und das haben wir herausgefunden, Selenes Bruder. Bevor ich irgendeine Sequenz triggere, würde ich sagen, ich speichere hier an dieser Stelle. Und ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, wo sich das befindet, wo wir hier hin müssen. Weit im Süden. Es könnte sich hier um diese Insel handeln. Hier ist ein Häuschen. Wollen wir doch mal sehen, was sich da befindet.
Hier irgendwo befindet sich Daliras Haus. Es ist ein wenig abgelegen, da Dalira ihre Privatsphäre sehr schätzt. Und diese Dalira weiß, wo sich der Vampir aufhält, der uns mehr über die Tätowierung sagen kann. Ja, Dalira ist die Kontaktperson, mit der wir jetzt sprechen sollten. Ja, hoffentlich erwartet uns hier keine böse Überraschung. Wir sollten in jedem Fall wachsam sein. Im Moment ist Dalira die einzige Person, von der ich weiß, dass sie Kontakt zu einem abtrünnigen Vampir mit einer Tätowierung hat. Falls das hier eine Sackgasse ist, prügel ich die Antwort aus dem abtrünnigen Vampir heraus, der mir über den Weg läuft. Viel Glück beim Finden eines abtrünnigen Vampirs. Wie oft haben Sie jetzt das Wort abtrünniger Vampir gesagt? Der erstens eine Tätowierung hat und zweitens dir verrät, was es damit auf sich hat. Du bist im Moment nicht allzu beliebt, Aska. Ja, Aska hat da seine Methoden. Was schert mich Beliebtheit, wenn ich Macht habe? Mal schauen, wie lange wir brauchen, um wieder unsere alte Stärke zu erreichen. Verfluchte Elras-Rune. Lass uns weitergehen, Geliebter. Mit Dalira kommen wir an weitere Informationen. Diese Informationen führen uns am Ende dann hoffentlich zu dem Buch und den Bruchstücken. Denke daran, dass die Hauptcharaktere alle 10 Charakterstufen einen zusätzlichen Zauber-Runen-Slot erhalten. Probiere verschiedene Kombinationen aus, um Zauber zu finden, die dir am meisten nützen. Nahezu jeder Gegnertyp ist gegen mindestens eine bestimmte Magieschadensart empfindlich. Wenn du diese entdeckst, kannst du die Gegner effizient erledigen. Nutze auch Statuszauber wie Schlaf und Schwäche, um dir einen Vorteil gegenüber deinen Gegnern zu verschaffen. Das habe ich vor. Ob ich das jetzt wirklich gut gemacht habe, ist dahingestellt. Aber ich drück's mal so aus. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen genutzt. 238 Vila, da können wir ansparen für unseren richtig guten Geldinvest. Theoretisch könnte ich mir auch einen Zufallskampf gönnen. Die sind rasant unterwegs. Sie sind einem permanenten Sturzflug und sie haben einen sehr kreisrunden Schatten. Ich würde sagen, dieses Federvieh darf mal ein wenig Schatten bekommen. Ein schattiges Plätzchen hier. Eisklinge. Ach so, damit kann ich quasi die Klinge von Aska irgendwie magisch verzaubern. Schlechtes Wetter ist vielleicht nicht so gut für die Flügel. Wir checken das alles mal aus und auch der Werwolf darf mal angreifen. Yo, das dauert Ewigkeiten. Es ist resistent gegen die Eisgeschichten. Zweifach Angriffsschnitt. Uiuiuiuiuiui. Ich versuche das mal mit dem schwarzen Öl und dann mit dem Feuer. Wilde Schläge kann ich gebrauchen und dann Aska ist nicht zuerst dran. Mache ich mal den Feuerblitz. Es gibt Blitzschaden scheinbar. Greifen wir mal an. Wildes Schlitzen finde ich auch nicht verkehrt. Dann haben wir das mit dem Blut mal erledigt. Feuerblitz. Kritisch. Ja, da wissen wir doch, was unser Lieblingszauber jetzt gerade ist. Gegen Feuer ist das immun. Das werden wir herausfinden. Ob das wirklich zu einer Immunität führt. Was ich richtig gut finden würde, wäre, wenn man im Kampf die Affinität eben entsprechend wechseln kann. Die Runen wechseln kann. Vielleicht, dass man eine Runde dann dafür aussetzen muss, aber dass man die Runenkonfiguration ändern kann. Vielleicht ist man dann aber ein bisschen zu überpowered. Das weiß ich nicht. Werwolf. Komm. Feuerball. 2165. Ich mag meine Öl- und Feuerkombination. Eine perfekte Symbiose hier aus Elaine und Aska. Finde ich, ist eine gute Kombi. Ich würde dann aber Folgendes machen. Haha, jetzt habe ich die absolute... Nee, ich lasse es. Ich lasse es so. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. So vom Feeling her. Genau, also... Wir suchen Dalira. Dalira Olyanda, glaube ich, hieß sie. Und der Weg, auf dem ich hier gehe, ist totaler Quatsch. Ihr kennt es bereits. Meine erstklassigen Navigationsfähigkeiten. Ich versuche, diesen Gegner hier mal ein bisschen auszutänzeln. Das hat fantastisch geklappt, aber es gibt eine Raupe. Eine Giftraupe. Hollololololol. Giftraupe. Gegen eine Giftraupe hilft Feuer. Mit oder ohne Öl. Wir machen eine Giftraupe hilft Öl. Öl und Blut und Feuer. Nee, das machen wir in der nächsten Runde. Aber wir machen jetzt den Feuerblitz. Und in der Runde macht sie den Eissplitter und der Werwolf haut drauf. So machen wir es. Komm, auf geht's. Feuerblitz. Resistent gegen Blitze.
Aus was werden die Raupen denn heute gebaut? Blutiger Schnitt. In der nächsten Runde tue ich dir richtig weh. Immun gegen Bluten. Was war das denn? Die Giftraupe. Damit ist unsere Party vergiftet. Das mache ich ja überhaupt nicht. Wilde Schläge helfen. Vor allem gegen Ungeziefer. Ach, komm, Eisplitter. Nee, ich greife an. Ich meine, ich habe ja den Angriffsfokus. Kritisch auch noch. Ich sag ja. Öl und dann anzünden. Ah, ist wirklich knapp. Wir speichern, also wir machen mal so ein bisschen, dass jetzt unsere AP passen. Also, easy. Mein Werwolf ist zwar fast gestorben, aber bisschen Schwund ist immer. Bin ein bisschen sad, dass ich denen keine eigenen Namen geben kann. Jetzt habe ich auch schon wieder alle Blutessenzen verballert. Das wird auf jeden Fall großartig. Grandios nahezu, was wir hier jetzt weiter veranstalten. Bin schon mal so ein bisschen auf den Bosskampf gespannt, der dann kommt vielleicht. Je nachdem. Um hier mal so zu vorbei zu sneaken. Was soll das denn? Nimmst du mich jetzt in Manndeckung oder was? Geh woanders hin. Lass mich in Frieden. Ja gut. Zwei! Guck mal, er ist wütend, dass ich weggelaufen bin. Nein, nein, nein. Sorry, ich habe keine Muße, mich hier mit diesem Viehzeug auseinanderzusetzen. Vielleicht wann anders. Es tut mir leid. Ich habe leider nicht genügend Feuerrun. Ah, jetzt kommt eine Sequenz. Sind das Jaina? Und Walner? Scheinbar, weil in der Dialogbox steht Walner. Weißt du, Walner, ich hätte nie gedacht, dies jemals sagen zu können. Ja? Zum ersten Mal in meinem langen Leben spüre ich so etwas wie inneren Frieden. Einen Frieden, den ich nie für möglich gehalten habe. Wir haben nun eine Tochter. Jaina wird unser Klick vervollständigen. Sie wird uns das geben, wofür wir all die Jahre gekämpft haben. Ein ruhiges Leben als Familie. Eine vollständige Familie. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, Walner. Ja, eine Familie ohne Kind ist keine vollwertige Familie, oder was? Du hast recht, Elaine. Dies ist nun endlich der Moment, für den wir diesen langen Weg gegangen sind. Für den wir all diese Hindernisse überwunden haben. Sie wird ihr neues Leben als Vampir sehr schnell schätzen. Und dann steht sie unserem vollkommenen Glück nichts mehr im Wege. Sie wird uns glücklich machen und wir sie... Ach, Walner, kann es nun endlich soweit sein? Haben wir es geschafft? Askers besiegen. Nun sind wir hier und wir können endlich ein friedliches Leben führen. Wir und Jaina. Eine Familie. Wir werden die besten Eltern sein, die sich ein Kind nur wünschen kann. Und ich freue mich schon unendlich darauf, die Liebe eines eigenen Kindes zu spüren. Eines Kindes, das ihr aus der trauten Umwelt gerissen und zu einem unsterblichen Blutsauger umfunktioniert habt. Cool. Jaina war super begeistert, das habt ihr jetzt gesehen. Ich bin so froh, dass wir diesen Weg nun endlich gewagt haben. Nach monatelanger Suche hatten wir sie endlich gefunden. Und nun, einen Tag nach ihrer Verwandlung, fühle ich mich einfach nur glücklich. Ich liebe dich so unendlich, Walner. Wir werden für immer zusammen sein, Elaine. Du, Jaina und ich in alle Ewigkeit. Sieh nur, wie friedlich sie schläft. Ich bin froh, dass sie auch ohne Sarg einigermaßen zurechtkommt. Als frischer Vampir ist es sehr schwer. Sie ist unser Mädchen. Wir wollen ja nicht auffallen und friedlich unter den Menschen hier leben. Notfalls nutzen wir unseren versteckten Sarg. Wir werden ihr beibringen, friedlich unter den Menschen zu leben. Menschen und Vampire können koexistieren. Wir sind dafür der beste Beweis. Mit all der Liebe, die wir ihr geben werden, bin ich mir sicher, dass sie das auch so sehen wird. Schlaf gut, mein Liebling. Hat super geklappt, Walner. Nicht das erste Mal, dass du dich als vollständiger Holzkopf entpuppt hast. Aber dafür lieben wir dich ja auch. Warum bleibst du stehen, Elaine? Ach nicht, lass uns weitergehen. Na. Etwas Gutes hatte diese verdammte Elras-Rune. Du kannst keine Gedanken mehr lesen. Freu dich nicht so früh, auch diese Kraft wird wiederkommen. Lass uns weitergehen, hier ist Daliras Haus. Und da ist vor allem auch noch ein Gegner und hier sehe ich ein Item. Ich kann ja irgendwann mal wieder hierhin zurückkehren. Und ein bisschen Level, an dem komme ich nicht vorbei. Und komm, jetzt gönne ich mir das mal. Bin lang genug weggerannt.
Tschüss, Werwolf. Es war schön mit dir. Ihn hat es mal wieder zerlegt. Ihr seht es gerade. Und ja, aber auch dieses Teil hat sich jetzt so langsam erledigt. Kritisch. Und dann haut Selene nochmal drauf. Und dann haben wir auch diesen Kampf absolviert. Die haben wirklich sehr viele Kraftpunkte, muss ich dazu sagen. Und der beschworene Werwolf wurde vernichtet. Ich gucke mal. Ich werde jetzt statt des Werwolfs mal einen Mumie-Konte-Lane. Ne? Zack. Die finde ich an dieser Stelle gar nicht verkehrt. Denn, in erster Linie gegen diese Viecher mache ich Feuerschaden. Ist ja vielleicht ein bisschen zu viel investiert. Wir haben es ja. Wir haben jetzt zwei vollständig produzierte Minen. Was haben wir denn hier unten? Wie komme ich denn da hin zur Schatztruhe? Okay, das gönne ich mir. Wie heißt es mit einem Kreditkartenunternehmen? Die Freiheit nehme ich mir. Mir die Goldstiefel zu gönnen. Und dann machen wir Folgendes. Wir geben sie mal Aska, denn er muss ein bisschen schneller werden, der Gute. Goldstiefel plus 7 und irgendwie, vielleicht kriege ich ihn schneller als Elaine. Nee, das ist auf gar keinen Fall drin. Aber ein bisschen schneller kann ich schaden. Kann ich Elaine langsamer machen? Kann ihr die Schuhe ausziehen oder zusammenbinden? Weil es wäre schon praktisch, wenn Aska vor ihr dran ist. Ich sehe auch keinen anderen Vampir, der jetzt irgendwie imstande wäre, sie in Sachen Geschwindigkeit. Doch, Selene vielleicht. Ja, guck mal hier, dann machen wir eine neue Konfiguration unserer Party. Die beiden Schattengeschichten irgendwie bringen nichts. Hier kommt Feuerball, schwarzes Öl. Brauchen wir nicht, dann machen wir auf Selene mal Schatten. Und dann hat sie ab jetzt einen schwarzen Dingens hier gedönst. Und dann machen wir mal. Ja, ich weiß. Braucht er wirklich nicht schnell zu sein, hier der gute Aska. Dann machen wir das mal so, liebe Selene. Wir machen die Gold. Da hat sie die gleiche. Und. Oh. Ist sie dann schneller oder nicht schneller dran? Kann ich irgendwie Blutank, Lebenspunkte? Schattenank, oi, oi, oi. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich werde es nie einsetzen. Nein, ich werde es irgendwann demnächst mal verteilen. Warum eigentlich nicht jetzt? Komm, wir verteilen das jetzt. Lebensank. 1, 2, 3. Paritätisch. Blutank, 2-mal. 1-mal. 2-mal. Schattenank. Komm, du darfst. Du bist der Protagonist. Hier ist das Haus dieser wunderbaren Dame. Ich speichere an dieser Stelle mal. Hier ist ihre Hütte. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, wie sie mit ungebetenem Besuch umgeht. Na schön, dann holen wir uns die Information. Moment, was ist das? Hoffentlich nicht das Grab dieser Dalira. Auf dem Grabstein steht Selene. Was zum Teufel soll das? Sie hat schon mein Grab vorbereitet. Immerhin liegt Dalira selbst nicht hier unter der Erde. Dann können wir sie gleich fragen, was das Grab soll und wo zum Teufel dieser Larius steckt. Ich werde das Miststück töten. Halt dich zurück, wir brauchen noch Informationen von ihr. Ja, schwierige Kiste. Wo geht's jetzt hin? Elaine! Wenn das Herz zerbricht. Und nur die Leere bleibt. Das kennen wir, die langsam scrollende Blutschrift ist jeder weitere Schritt. Geboren aus purem Leid. Ich finde die Szenerie da aber relativ stimmig und gut aussehend. Also eine echt schön designte Map, muss man sagen. Diesem Engel und diesem Parallax-Scrolling im Hintergrund. Ist das Weiners Grab? Etwa? Es tut mir so leid, Walner. Seit fast einem Jahr suche ich nun schon nach dem Buch der Elras. Ich weiß immer noch nicht, wo Jaina es versteckt hat. Da
Das scheint mir vor einigen Jahrzehnten zu sein. Ohne dich will ich nicht weiter existieren. Ich liebe dich so sehr. Das werde ich in aller Ewigkeit. Ich kann nicht ohne dich sein. Ich vermisse dich mehr, als mein untotes Herz ertragen kann. Ich werde weitersuchen, bis ich dich aus der Ebene des Blutes befreien kann. Bitte gib nicht auf. Ich werde das Buch finden und dann musst du nicht mehr leiden. Mein geliebter Walner, ich bin für immer dein. Es hat sie einige Jahrzehnte gebraucht. Oder es hat einige Jahrzehnte gebraucht. Elaine, komm jetzt, ich brauche deine volle Konzentration. Wir quetschen jetzt aus Dalira aus, wo dieser Larius steckt. Das könnte blutig werden. Wir werden das Buch finden. Na schön, Dalira, jetzt ist deine Zeit gekommen. Aber nicht mehr... Nein, doch, das mache ich jetzt noch. Auf dem Cliffhanger lasse ich das natürlich nicht hängen. Wir machen das jetzt einfach. Weil ihr müsst jetzt auch eine Zeit lang ohne Vampire's Dawn auskommen. Ich war ja im Urlaub. Nicht lange, aber ein paar Tage. Da wären wir. Wer ist da? Nicht die richtige Stimme. Wer ist da? Immer noch keine Stimme für sie. Ich bin es. Selen, was zum... Jetzt kommst du vorbei? Nach all den Jahren? Und dann auch noch in Begleitung? Ich hatte dich damals ausdrücklich gebeten, allein zu kommen. Wenn du uns sagst, was wir wissen wollen, dann sind wir auch gleich wieder weg. Moment mal, Selen. Du hast Aska mitgebracht? Wie kannst du es wagen? Hast du ein Problem damit? Ich war schon immer von dir enttäuscht, Selen. Jahrelang hast du den Kontakt zu Larius verweigert. Er hat überall vergeblich nach dir gesucht und bat am Ende mich, dich zu finden. Als ich dich dann gefunden hatte, wolltest du nicht hören, was ich dir von ihm zu berichten habe. Wenn du das erlitten hast, was man mir angetan hat, würdest du mich verstehen? Fängst du schon wieder mit deinen Lügen an? Larius ist ein großartiger Vampir, der jetzt nie das getan hätte, was du geschildert hast. Lügen! Du weißt nicht, was für ein Vampir er ist. Nein, du weißt nicht, was für ein großartiger Vampir ist. Als ich ihm von unserem Treffen erzählte und davon, dass du ihn nie wiedersehen wolltest, brach für ihn eine Welt zusammen. Eine Welt brach für ihn zusammen? Was für ein schlechter Witz soll das sein? Ich denke, dass was auch immer passiert ist, nicht seine Schuld war. Und dass du endlich lernen musst, deine eigene Schuld einzugestehen. Meine Schuld? Was für verdammte Lügen hat er dir erzählt? Wie ich sehe, hast du diese Erkenntnis noch immer nicht gewonnen. Warum bist du dann hier, mit Aska, dem Schwein? Ich reiße dir gleich den Kopf ab, du Miststück. Erzähl uns, wo sich der Kerl aufhält, dann verschonen wir dich vielleicht. Jetzt verstehe ich. Du bist gar nicht hier, um dich wieder mit Larius zu versöhnen. Du willst ihn töten, weil du ihm noch immer die Schuld gibst. Und Aska soll dir dabei helfen, du dreckiges Stück Abschaum. Was ist ein Stück Abschaum? Das ist ein ganzer Abschaum, sondern halber. Sag mir, wo er ist, oder wir schneiden dich in Stücke. Niemals. Ihr habt gerade euer Todesurteil unterzeichnet. Das lief ja großartig. Bosskampf. Ich hab schon wieder nicht die Vampirklinge ausgerüstet. Heyo, supi, klasse, to. Habe ich Elaine jetzt die Klinge weggenommen? Das Feuer weggenommen? Wir werden das mal herausfinden. Ich mache jetzt erstmal mit Aska ein wenig... Ja, Lichtstrahl ist doch nicht verkehrt. Sie darf einen blutigen Schnitt machen. Und bei ihr mache ich jetzt... Sie ist, glaube ich, zuerst dran, ja? Mache ich zuerst den Feuerball? Ich mache den... Ja, Gewitter. Nee, aber dann ist sie nass. Hilft mir das oder cancelt sich das aus? Ich weiß nicht, Feuerblitz, komm. Druff, also schwarzes Öl. Und ja, guck mal hier. Ein Gegner verursacht Brennen. Brennende Heilung, ein Verbündeter verursacht, erzeugt dann Regeneration. Ein Gegner verursacht Brennen. Sehr schön. 615. Oh, die hat Kraftpunkte. Schwarzes Öl, komm, drauf. Jetzt läuft das, aber jetzt machen wir hoffentlich ein bisschen, gegen Licht ist kritisch, das können wir uns merken. Blutiger Schnitt, Miss, super geil. Ich verbrenne sie aber. Dunkler Gewittersturm. Jau, brennen und sonstige Späße, ach ist das schön. Jetzt hätte ich gerne kühlen, das muss ich jetzt mal nutzen. Ich mache aber erstmal den Feuerball auf sie und jetzt habe ich ja irgendwie mit Aska den Magiefokus. Und dann mache ich mit ihr den Feuerball auf sie, weil sie brennt. Und ich mache hier die... Oh, meine Güte. Den blutigen Schnitt, der kam nämlich nicht durch. Ich mache mit Elaine das, den Feuerball. Und mit Selen... Ah, jetzt hat sie... Ja, verstehe.
Auch das ist jetzt mit dem Brennen natürlich uncool. Ich hätte gerne kühlen. Na, wenn ich sterbe, weiß ich ja, woran es gelegen hat. Gibt's irgendetwas, was für die gesamte Party? Ja, das können wir vielleicht dann später mal nutzen. Ich fange jetzt mit ihr erstmal an und greife weiter an. Habe ich irgendein Item, was ich auf sie werfen kann? Kühlerverband. Bluten und Brennen bei allen Verbündeten. Trank der Klarheit. Oh, ich brutzel mal locker für mich hin. Halt, nass, gefroren und kalte Knochen. Also das Gegenteil von dem ich brauche. Schwarzer Regen. Alle gegen verursacht nass. Ja, auf die, auf den Gegner kann ich das nicht nutzen. Da würde ich mal den Blitzschlag. Das wird ordentlich reinzimmern. Sehr schön. Feuerball ist auf jeden Fall mein MVP. Es wird nicht lange dauern, dieser Kampf, fürchte ich. Either way. 509, das gibt auf jeden Fall ordentlich was. Schwarzer Hauch. Dadurch ist sie blind. Verstehe. Ich mache mal Folgendes. Ich mache den Feuerball. Und auf sie mache ich, dass sie wieder sehen kann, weil sie ist die Vampirkriegerin. Trank der Klarheit bei allen Verbündeten. Okay, komm. Feuerball bei ihr definitiv. Und dann hauen wir weiter drauf mit dem Angriff mit ihr. Oder was kann sie denn Schönes? Eissplitter, ja komm. Dafür wechseln wir in den Magiefokus und wir versuchen uns mal so ein bisschen mit Zaubern zu behelfen. Die Mumie darf. Den Blitzschlag fand ich eigentlich nicht verkehrt. Das Problem ist, der hat keinen Feuerangriffszauber. Das hätte ich gerne. In der nächsten Runde mache ich mal den Vampirstein. Vielleicht. Oder vielleicht reizt es auch so. Das sollte in der nächsten Runde reichen. Jawohl! Warum eine schwache Seele? Das war doch ein relativ starker Gegner, aber wir haben 700 Punkte bekommen. Verdammt! Los, rede du Miststück, bevor du endgültig diese Welt verlässt. Aber wir haben ihre Seele schon mal absolviert. Selen, du Hure, wirst ihr niemals finden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh. Cool, alles nach Plan gelaufen hier. Nun, besonders gesprächig war sie nicht. Wir finden mit Sicherheit hier einen Hinweis darauf, wo sich Larius derzeit aufhält. Talira hat vermutlich auch heute noch regelmäßig Kontakt zu ihm gehalten. Moment, bevor wir hier weitermachen, erzähl mir lieber mal, wie genau du in Bezug zu dieser Talira und diesem Larius stehst, Selen. Was meinst du, Geliebter? Nun, wir haben gerade eine abtrünnige Vampirin getötet. Deiner Aussage nach wusste sie, wo sich ein Vampir namens Larius befindet, der wiederum Informationen zur Tätowierung haben soll. Die Tätowierung, die dem Emblem auf dem Schild ähnelt, das wir in Elaines Versteck gefunden haben. Wer auch immer das Schild in Elaines Versteck verloren hat, ist im Besitz des Buches der Elras und der Bruchstücke der Steintafel. Die Tätowierung, der Schild, das Buch und die Bruchstücke sollen also irgendwie zusammenhängen. Ja, und also es scheint ja so, dass Larius irgendwie mit Sir Baltur zusammenhängt, Sir Baltur dann wieder mit Nyria, denn Nyria hat die Bruchstücke. Denke ich. Theorie. Worauf willst du hinaus, Asghar? Ich frage mich gerade, ob wir überhaupt noch richtig sind. Welche Informationen sollte uns ein abtrünniger Vampir zur Tätowierung und damit zum Dieb des Buches und der Bruchstücke liefern? Nun, wir können wohl schlecht den Heiligen Kreuzzug fragen, wessen Schild das ist. Die Soldaten sind hervorragend im Kampf gegen die Vampire ausgebildet worden. Gegen eine Horde von denen hätten wir angesichts unserer derzeitigen Schwäche keine Chance. Dein abtrünniger Vampir soll uns diese Informationen liefern können. Ich glaube, wir verrennen uns gerade, Selen. Danke, Asghar. Ich habe ja auch gesagt, irgendwie, das ist so eine Reihe an Zufällen, ne? Irgendwie, sie gehen in dieses Verlies, da finden sie nicht das Buch, weil irgendwer anders hat das Buch, aber sie finden das Emblem auf dem Schild. Dann gehen sie in das Gasthaus in Lenark. Dort finden sie aber nicht die Erklärung für das Emblem, sondern der Name Nyria fällt. Aufgrund der Tatsache, dass der Name Nyria fällt, können sie irgendwie die Connection zu Jaina, Vincent Waynard und dem Heiligen Kreuzzug ziehen. Dann gehen sie sozusagen zu Jainas Ort. Dort sehen sie dann eine Tätowierung, die Selen an ihre Vergangenheit erinnert. Sie gehen in das Freudenhaus, da erinnert sich Selen dann noch weiter, dass es Larius gibt und Talira, die wir gerade umgebracht haben, und jetzt werden wir immer noch weitergeleitet. Können wir, also ich verstehe, warum Alex da hin will, aber im Moment fühle ich mich so, ich renne einfach nur blind, schnurstracks irgendwelchen Grasping at Straws, irgendwelchen Strohhelmen hinterher, irgendwie so wirklich eine richtige Orientierung, wo es jetzt weitergeht für unsere Vampire. Es wäre schön, wenn jetzt wirklich mal etwas von Brisanz passiert.
Bitte hab Vertrauen, Geliebter. Wenn wir Larius finden, bekommen wir die Informationen, die wir brauchen. Mich stört nicht, dass wir den Bruchstück und dem Buch hinterher jagen. Sobald wir das Buch haben, können wir Valna wiederbeleben. Valna wiederbeleben? Ich finde, der Karl kann noch eine Weile in der Ebene der Blutgeister versauern. Wir holen ihn da schnellstmöglich raus. Ja, aber natürlich. Ich glaube, du verstehst unsere Situation nicht, Aska. Ich helfe dir nur, weil Jaina und der Kreuzzug eine riesige Bedrohung für uns sind und aufgehalten werden müssen. Nein, du verstehst unsere Situation nicht. Du bist hier, weil das Halsband sonst seinen Verstand in Stücke reißt. Es wäre mir egal, wenn ich Valna in Sicherheit wüsste, Kerl. Ich finde es interessant, Frauen werden als Miststück beleidigt und er ist ein Kerl. Mir ist dieser Wurm sowas von egal, soll sein Blutgeist doch für immer und ewig leiden. Niemals! Wir finden gemeinsam das Buch und dann beleben wir ihn wieder. Das gleiche, was ihr auch schon vor 70 Jahren oder wie lange das her ist vorhattet. Nein, wir finden das Blut und das Buch und die Bruchstücke und dann nutze ich die Steintafel. Jede deiner Handlungen, die diesem Ziel im Weg stehen, wird Konsequenzen haben, Elaine. Lass uns einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Larius finden. Dann erfahren wir mehr über die Tätowierung und damit auch mehr über den Dieb und des Buches und der Bruchstücke. Ich find's interessant, dass Valna Aska in der gesamten Konversation mit der Vampirkriegerin wieder redet. Das ist wieder wie in der letzten Folge. Du hast eigentlich überhaupt nichts beizutragen und überhaupt keine sprechende Rolle, aber ich guck dich einfach mal frontal an, während ich mit den Frauen hinter dir spreche. Toll. Diesen Larius werde ich so lange ausquetschen, bis ich jede Information habe, die ich zu der Tätowierung wissen will. Und wehe, diese Information bringt uns dem ehemaligen Besitzer des Schildes nicht näher. Aber jetzt benötigen wir erst einmal Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort. Lass uns dieses Haus durchsuchen. Wir regeln die Angelegenheit und Valna später, Elaine. Im Moment hat Selene recht, suchen wir nach Hinweisen. Und dann hoffe ich für dich, Selene, dass uns diese gesamte Sache am Ende weitergebracht hat. Und wie wir das noch regeln werden, Aska? Ach, guck mal hier, irgendwie ist das ein ganz dezenter Hinweis hier auf das, was auf dem Tisch sich befindet. Ich würde sagen, das machen wir noch. Die Heilflasche nehmen wir mit. Diese auch. Zweimal Blutessenz. Die ist nicht unbedingt geeignet dafür, meine geschröpften Dinge herzustellen. Diese Kette habe ich jetzt keine Lust auszurüsten, das machen wir in der nächsten Folge. Halskette des Wiesels. Hollololol. Zweimal Blutessenz erhalten. Läuft. Also, wir spielen ein bisschen Orgel. 198. Das ist ein kleiner Altar, so eine kleine Kultstätte. Sei ja auch vergönnt. Man weiß ja nicht, was man sonst in der Freizeit hier veranstaltet. Zweimal Blutessenz. Hier haben wir noch Dinge, aber die interessiert unsere Party nicht. Wohl aber diese Schatztruhe. 4200. Viele erhalten. 103 viele erhalten. Toll. Wunderbar. Dann gucken wir doch mal, was es damit zu tun hat. Hier liegt etwas. Hoffentlich etwas Brauchbares. Sieht aus wie eine selbstgezeichnete Karte. Hier sind drei Orte markiert. Das ist halt die größte Schnitzeljagd der Welt. Ja, die eine Markierung scheint Festung Uldarin zu sein, eine Festung des Heiligen Kreuzzugs. Auch wenn neben der Markierung Tempel? Fragezeichen steht. Seltsam. Was hatte Dalira mit dem Heiligen Kreuzzug zu schaffen? Erst die Verbindung zwischen der Tätowierung und dem Emblem auf dem Schild des Heiligen Kreuzzugs und nur noch ein abtrünniger Vampir, der Festung des Heiligen Kreuzzugs markiert hat. Was auch immer auf Festung Uldarin ist, wir werden es so schnell nicht herausfinden. Der Heilige Kreuzzug würde uns sofort vernichten. Noch, aber unsere Kräfte kommen wieder und schon bald werden wir sie alle töten. Der zweite markierte Ort auf dieser Karte ist die Stadt Latin. Die Stadt ist noch im Besitz der Menschen. Und auch gut durch Soldaten des Heiligen Kreuzzugs beschützt. Ich sehe wenig Möglichkeiten, uns dort in Ruhe umzusehen. Und was ist das für ein dritter markierter Ort? Das sieht für mich nicht nach einem bekannten Ort aus. Eine Stadt oder eine Festung ist es jedenfalls nicht, das wüssten wir. Das Versteck von diesem Larius vielleicht. Wenn auf Festung Uldarin oder in der Menschenstadt Latrin wäre, hätten ihn die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs vermutlich schon längst entdeckt und getötet. Dann müssen wir wohl unser Glück an diesem dritten markierten Ort im Nirgendwo versuchen. Das macht mich wahnsinnig. Wie schwer kann es denn sein, den Dieb und das Buch sowie die Bruchstücke zu finden? Noch etwas Geduld, Geliebter. Wenn wir Larius finden, sind wir unserem Ziel mit Sicherheit ein gutes Stück näher gekommen. Wenn ich doch nur nicht meine Kraft durch diese verdammten Rune verloren hätte. Ich hatte dich gewarnt, Geliebter, doch du wolltest Elaine ja unbedingt retten. Sollte dir das nicht zu denken geben? Och, Elaine. Sobald wir die Bruchstücke und das Buch haben, wirst du leiden. Komm und versuch es. Jetzt geht das schon wieder los. Ruhe! Lasst uns einfach an den dritten markierten Ort gehen und schauen, was uns dort erwartet. Ich behalte dich genau im Auge, Elaine. Du wiederholst dich ständig. Hat man dir das schon mal gesagt? Danke, nicht nur sie. Los gehen wir. Ja, wir gehen. Wir gehen aber nicht mehr in dieser Folge. Nein.
Ich Idiot. Es ist soweit, du elender Wurm. Dies wird unser letztes Gespräch hier sein. Elaine. Sie wird dir auch nicht mehr helfen. Ich habe mein Ziel fast erreicht. Nuri hat das Buch und das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat. Jaina. Dein schwächlicher Verstand wird nie verstehen, was ich geschaffen habe und was in Kürze mit dir passieren wird. Ich habe meiner Schwester mittels eines Zaubers aus dem Buch die Macht gegeben, den Heiligen Kreuzzug zu der Stärke zu verhelfen, die nötig ist, um alle Vampire zu vernichten und damit auch Asuka und Elaine. Elaine. Ich dein hirnloses Gestammel satt habe. Wenn mich Nuri erst einmal wiederbelebt hat, werde ich dafür sorgen, dass Elaine und Asuka hier landen und das ertragen, was ich hier seit Jahrzehnten ertragen muss. Asuka. Asuka. Zumindest so lange, bis der nächste Schritt meines Plans startet, dann bist du und alle anderen Blutgeister nur noch Energiequelle für meine Zauber. Ah, sie will also Full Elras machen. Elras! Falna ist mein Spirit Animal, irgendwie sowas, das Kopf anbelangt. So funktioniert mein Kopf gerade. Elras! Schau an, daran kannst du dich also noch erinnern. Ja, ich habe die Macht Elras genutzt und ich werde sie noch viel mehr nutzen. Es hat mir alles erzählt, wie die Elras die Vampire erschaffen haben, damit die Vampire die Seelen ihrer Opfer absorbieren, wodurch ihre Blutgeister stärker und stärker werden. Dann müssen wir nur noch die Vampire vernichtet werden, damit sich diese Ebene mit unzähligen Blutgeistern füllt. Hä, wann hat Asuka ihr das denn erzählt? Wann ist denn das passiert? Das ist aber nicht... Das kann ja nicht vorher passiert sein. Also bevor sie von Ghadar besessen worden ist. Wann hat Asuka ihr das erzählt? Als nächstes wird mich Nuria wiederbeleben und dann werde ich einen Weg finden, alle Blutgeister hier für meine Magie zu nutzen, so wie es die Elras getan haben, wofür Asuka und Elaine nie den Mut hatten. Ist es nicht easier gewesen für Jaina? Sie scheint ja irgendwie dann im Beifahrermodus gewesen zu sein, als Ghadar ihren Körper bekommen hat. Das hätte man doch damit easy erklären können. Was ist denn jetzt mit Asuka schon wieder los? Was hat der hier denn? Elras! Ja, du schwächlicher Wurm, ich habe neue Elras erschaffen. Das Buch hat schon zahlreiche Soldaten in Elras verwandelt. Sie werden mich zu den alten Elras-Städten führen. Oh, sie hat mit dem Feuer gespielt und ich glaube, das wird sie ganz böse verbrennen. In Städten, an denen sich die mystischen Geräte finden, die es mir erlauben werden, die Blutgeister für die mächtigste Magie zu verwenden. Also die Ruinen unter Asran. Nein! Oh doch, du Wurm. Kein Mensch, kein Vampir weiß mehr, wo sich diese Stätten befinden. Doch inzwischen bin ich mir sicher, dass die Elras damals mehrere solche Einrichtungen gebaut haben. Und der Instinkt der Elras wird sie zu diesen Orten führen wie Motten zum Licht. Ich werde sie dabei beobachten und dadurch diese Stätten aufdecken. Du bist wahnsinnig. Dein kleiner Verstand wird niemals die Größe meiner Taten verstehen. Na gut, er hat es eigentlich recht gut zusammengefasst. All die Opfer, die ich hierfür erbringen musste und ich noch erbringen werde. Doch am Ende werden sie alle vergessen sein, sobald ich die wahre Macht der Elras kontrolliere. Ja, cool. Cool, 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 cool. Sephiroth! Ist das wahr? Ich fürchte ja, Larius. Das Haus der Freudentränen wurde vollkommen zerstört. Das ist eine Katastrophe. Wer ist dafür verantwortlich? Wir konnten in dem Gebäude diverse Leichen von Soldaten des Heiligen Kreuzzugs erkennen. Der Heilige Kreuzzug? Wie kann das sein? Ich dachte, das hätte ich geregelt. Es waren zu viele Kampfspuren zu sehen, daher gehen wir davon aus, dass der Heilige Kreuzzug das Haus angegriffen hat und schon wieder so eine actionreiche Musik während einer Dialogbox. Was für ein verdammter Mist. Der Heilige Kreuzzug sollte uns doch keine Probleme machen. Warum zum Teufel gab es keine Warnung? Das weiß ich nicht, Larius. Was zum Teufel ist da schiefgelaufen? Das wird Konsequenzen haben. Wer konnte schon ahnen, dass unsere Abkommen so wertlos sind? Dafür gibt es besser eine vernünftige Erklärung, ansonsten wird diese Tat mit tausenden Toten gesühnt. Lass unseren Kontakt herholen. Er soll schildern, was beim Haus der Freudentränen passiert ist. Also dafür, dass die jetzt gerade darüber reden, also ich meine, ich weiß, dass er engagiert ist am Diskutieren, aber was soll dann diese Actionmusik wieder? Warum ist uns der Heilige Kreuzzug angegriffen hat? Beeil dich. Diese Situation bedeutet für mich unzählige Fehlerverlust. Es wird Monate dauern, diesen Ort neu aufzubauen. Ich erinnere mich ein bisschen an Abraxas, den Guten. War ja auch immer dem Kapitalismus sehr zugetan. Und dann sind wir wieder hier. Und vor allem jetzt sind wir endlich dann am Ende der Folge. Schön, dass ihr so lange mit dabei wart. Es war mal wieder eine XXL-Folge. Ich schaffe es einfach nicht, die Folgen unter einer Stunde zu fabrizieren. Ich finde es trotzdem schön, dass ihr mit dabei wart und ja, ich, wie gesagt, fahre jetzt in den Urlaub für ein paar Tage. Wäre schön, wenn ihr dann wieder da seid. Ich denke, die nächste Folge kommt
Dienstag oder Mittwoch, ist die gute Frage, je nachdem, wie lange ich da jetzt noch brauche. Aber wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir sehr gerne Like und oder Abonnement da. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zur Folge 14 von Vampire Storm. Und dann gucken wir mal, ob wir den guten Larius ausfindig machen können. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.